Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier zurück bei Assassin's Creed Mirage. Und hier ist es gerade echt laut auf dem Marktplatz. Ich weiß gar nicht, warum es jetzt so laut ist. Wir machen mal das Ding hier. Interagieren. Was ist das? Codex aktualisieren. Okay, Codex öffnen. Ist es das hier? Haben wir jetzt das hier bekommen oder was? Geschenk aus der Fremde. Die Macht der Abbasiden erhob sie zu diplomatischen und weltpolitischen Größen vom Atlantik bis zum Pazifischen Ozean. Vom China der Tang, was auch immer der Tang ist, bis zum Frankenreich der Karolinger kamen hochrangige Abgesandte mit extravaganten Geschenken nach Bagdad, in der Hoffnung, eine Allianz zu bilden. Geschichtliche Aufzeichnungen nennen eine Vielzahl von Botschaften, die aus dem einen oder anderen Grund an den Abbasidenhof geschickt wurden. Eine davon war Yang Liang Yao, ein chinesischer Eunuch, der 785 nach Bagdad kam, um eine Allianz auszuhandeln. Ein anderer war Georgius, ein der erste oder so von Makuria, ein sudanesischer Prinz, der den Tribut verhandeln sollte, den das Königreich seines Vaters dem Kalifat schuldete. Ein dritter war Johannes Radenos, ein byzantinischer Admiral, der für Friedensverhandlungen und zur Bezahlung des Lösegelds für im Jahr 917 gefangen genommene Soldaten kamen. Ein jeder brachte Seide, Elfenbein und wertvolle Manuskripte, die dem Kalifan selbst oder seinen hochrangigen Beamten, welche über den Zugang zu ihm entschieden, als Geschenke angeboten wurden. Ganz viele schöne Geschenke. Leider keine Technologien. Rechner? Okay. Die Abbasiden schickten zudem ihre eigenen Botschafter. Zwischen 797 und 809 brachten drei diplomatische Gesandte Karl dem Großen Zeichen der Freundschaft von Huran Ar-Rashid vielleicht, welche die Macht und das technologische Können des Abbasidenreiches zeigten. Sie sollen ihrem neuen Verbündeten eine aufwendige Wasseruhr aus Messing gebracht haben, auf der 12 kleine Reiter sich zum Ende jeder Stunde bewegten, sowie einen Elefanten namens Abul Abbas. Ah, und rechts sieht man die ganzen Geschenke, oder? Ist ein riesiger Turm. Aha. Vogel, Elefant, eine Schlange oder so ein Drachending. Auf jeden Fall sehr interessant. Ich weiß gar nicht, haben wir die anderen Sachen auch schon durchgelesen? Ich glaube nein, gell? Der Codex. War das überhaupt das Richtige? Da oben rechts leuchtet es immer noch. Wahrscheinlich haben wir gar nicht das Richtige vorgelesen. Oder? Ich weiß nicht. Also es leuchtet oben rechts immer noch mit einem Ausrufezeichen. Wir gehen mal ins Inventar. Wir gehen in die Tasche. Verbesserungspläne. Und Anweisungen. Mit diesem Brief ist ein Schreiber angekommen, dessen Aufgabe ist es, Abgänge von Gefangenen aus Bab Khorasan aufzuzeichnen. Bereitet ihm ein Zimmer und sorgt dafür, dass es ihm an nichts mangelt. Okay. Questgegenstände. Codex. Ach so. Ich glaube, der Codex hat die ganze Zeit geblinkt. Tutorials. Gefallen. Belauschung, das hier wäre die Datenbank. Was soll man denn mit Tutorials machen? Ach so. Okay. Hier sind die ganzen Tutorials, die man machen kann. Adlerauge, Meditieren, Bekanntheit. Oh, Bekanntheit. Mit diesen Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3. Boah, da gibt es so viel. Da gibt es halt echt viel. Läden und Dienste, Gefallen, Erkundung, Weltkarte, Artefakte, Lila Loop. Boote, könnte man mal probieren. Reittiere hatten wir schon, Kamel. Und Bekanntheitsgrad. Ach so, kann man so den Bekanntheitsgrad, wenn man die Dinger, oder? Oder? Deine Steckbriefe, Straßen, okay. Einerseits Steckbriefe entfernen. Haben wir mal gemacht, jetzt weiß ich auch, warum die Dinger da hängen an denen.
Straßen. Was füttert der? Ah, oh, wurde mal wieder entdeckt. Von dem Kopfgeldjäger. Das ist ja, glaube ich, der... Ja, naja. Du da! Mist. Ich wollte eigentlich RB drücken, hat mich aber verklickt. Warte. So, jetzt komm mal rein. Oh, wie einfallsreich. Wo ist er denn? Aber ich frage mich, wenn wir jetzt hier rumrennen und irgendwann mal die Polizei kommt, verhaftet die da nicht den? Oder arbeiten die zusammen? Der ist so blöd. Der sieht uns einfach nicht. Zeitverschwendung. Ich hasse es, Mist. Wenn sie davonkommen. Hey, bleib stehen. Nein, 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 ich bleibe nicht stehen. Nein, lauf! Gott, weißt du, manchmal die, also ganz ehrlich, die Steuerung, die ist manchmal so unfassbar beschissen, da könnte ich das Spiel einfach aus dem PC rausreißen und in die Tonne klopfen. Also manchmal, man kommt halt nicht weg. Man drückt die Tasten wie so ein Behämmerter, man drückt die Tasten durch, bis die in China drüben rauskommen und die Kacke funktioniert einfach nicht. So, müssen wir das Ding jetzt normal machen? Ne, müssen wir nicht. Wir sehen uns wieder hier. Gut. War wahrscheinlich so gerade mal eine Zwischenspeicherung, wo der gemacht hat. Das Spiel ruckelt ein bisschen in der OBS-Vorschau. Was ich immer noch nicht gemacht habe, ist, ich habe immer noch nicht herausgefunden, wie man hier hinten reinkommt. Das weiß ich... Ah, da ist ein Pferd. Das weiß ich immer noch nicht. Das ist mir immer noch ein Rätsel. Ich bin da letztes Mal ja außen rumgerannt. Es gibt bestimmt irgendwo einen Eingang, bestimmt ist hier ein Eingang, wo man einfach reinkommt. Man muss einfach klopfen oder irgendwas machen, aber... Ach so. Warte, ich bin ja letztes Mal... Sag mal, steht jetzt wieder auf. Ich bin ja letztes Mal, hab ja rumgeschaut, ob ich das Ding finde und so weiter. Aber wir müssen ja anscheinend, so wie es da steht... einen Schlüssel finden, um da reinzukommen. Das hier, gell? Und da weiß ich nicht, ob hier irgendwo der Schlüssel wäre. Ach was. Ist das jetzt ein... Ja, das ist der vom letzten Mal, den wir dann zuerst am Anfang hatten. Ach, da oben ist was. Ach nee, da kann man die Glocke kaputt machen. Oh, willst du mich jetzt verarschen? Komm mal damit. Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch jetzt, das ist nicht dein Scheiß Ernst. Das ist nicht dein... Also es tut mir unfassbar leid. Alle, die letzte Folge zugeschaut haben, mein unfassbares Beileid. Eine Gefängnisliste. Jeweils mit unterschiedlichen Zeichen. Fall geschlossen. Wache von Bab Khorasan. Geht zu den anderen im Bruderschaftshaus. Okay, sind wir jetzt schon soweit? Gut, dann hätten wir das abgeschlossen. Genau. Bitte was? Das Pferd da hinten auch ganz nervös. Ich gehe mal ganz schnell. Warte, ist der da drüben? Ja gut, da drüben rennt er rum. Ja, wir wollen unser Bekannt... setz die Pferderennen weg. So, interagieren. So.
Guten Tag, ich bin's. Der nette Cousin von nebenan. Ah ne, da ist die Fritze schon wieder. Boah, die rennt aber ganz schön schnell. Tschüss. Oh, sind wir hier? Ah, ich glaube, wir sind hier irgendwo im, in irgendeinem Hoheitsgebiet. Ach so, im Prinzenpalast. Ah, ja. Ja, würde gerne durch. Ach, hier kann man raus aus der Stadt. Ah, sehr interessant. Okay. Da ist wieder die Wüste. Ah, voll cool. Bagdad und so weiter, lauter Blüten. Ich weiß gar nicht, wo sie die Blüten alle her haben. Ist schon ein geiles Setting irgendwie. Ist auch eine geile Stadt. Ist auch irgendwie eine geile, naja, eine coole Zeit. Weiß ich jetzt nicht unbedingt. Aber eine coole Landschaft. Das auf jeden Fall. Prinzentor. Ort und Deck, Prinzentor. Oh ja, sieht schön aus. Bitte was? Ah ne, ich muss hier nur, ich bin auf der Durchreise. Hey du, halt. Runter damit, wieder halt. Also die haben echt so langsam alle Fähigkeiten. Am Anfang hatte noch niemand irgendwas, aber so langsam graden die sich ganz schön ab. Ja, komm mal nicht hoch. Das mal so manuell hoch. Irgendwie buggt heute alles. Überall, wo man dagegen... Ja, überall, wo man dagegen laufen, buggt es irgendwie rum. Aber ich bitte euch, nicht die Passanten erschießen. Irgendwie... Was waren das eigentlich gerade für blaue Leute da drüben? Bisher habe ich ja immer noch rote gesehen. Aber die hier sind blau. Schaut jetzt, der da drüben ist wieder rot. Hey, das ist doch dein Gesicht. Da, die sind blau. Nicht sterben. Alkare. Ach, ist es vielleicht so eine, ich weiß nicht, Gilde irgendwie im Bagdad-Staat? So wie heutzutage die Kartelle irgendwie vielleicht? Weiß nicht. Was, Alarm? Hallo? Was weiter? Ah, das sind wieder die Roten. Hallo? Ich muss da hoch, ganz schnell. Wir haben keine Ausdauer mehr. Und irgendwie sind wir auch gerade nirgends mehr sicher in der Stadt. Ich bleib mal kurz hier. Auf jeden Fall sehr cool. So, wo sind wir jetzt eigentlich? Welt? Wir sind jetzt hier. Wir sind jetzt einmal komplett außen rum gerannt. Vorhin waren wir ja hier irgendwo. Also die Stadt, die ist schon groß. Muss man sagen. Da kann man schon lange rennen. Historische Städte. Ja gut, wir müssten da ins Bruderschaftshaus wieder zurück. Ich will eine Story weitermachen. Weil sonst bin ich wieder so ein bisschen lost unterwegs und krieg nichts so gebacken. Deswegen machen wir dieses Mal wieder ein bisschen Story weiter. Kann man ja immerhin machen. Vielleicht kriegt man da drüben, kann man auch ein Boot schnappen. Also hier ist das Wasser nicht so klar und schön und frisch wie drüben. Am Meer, da ist es ja viel schöner.
Eigentlich wollte ich jetzt nicht tauchen. Können wir? Können wir nicht? Warum können wir nicht? Können wir das hier? Vergib mir, Sadiq. Ich brauche dein Boot. Oh. Y, um das Boot neu auszurüsten. Richten. Rüsten. Also. Ach so, ah, okay. Y, um es neu auszurichten, dann kann man wechseln. Ist cool. Schön, dass wir trotzdem noch Bode mit reingebracht haben. Ist aber auch irgendwie so ein Rückschritt, gell? Von Odyssey, da gab es ja die großen Bode mit dem halben Meer. Zu Valhalla gab es eher weniger Meer, da gab es halt dann eher halt die Flüsse und so weiter, wo man auch mit dem Boot fahren konnte. Tut mir leid. Das war natürlich Absicht. Und jetzt hier zu den ganz kleinen Booten, wo man nur noch selber fahren kann. Auf jeden Fall sehr interessant. Können wir eigentlich? Ja gut, wir können die rammen, aber passiert ist nichts. Oh, das Wasser da vorne sieht cool aus. Jetzt bin ich mal gespannt. Also wahrscheinlich können wir keine Boote mehr untergehen lassen. Nö, macht nur Bumm und das war's. Ja gut, schade. Fand ich immer cool damals. Wo sind wir jetzt? Wir können noch weiter, wir können dahin und dann haben wir es nicht mehr so weit. Warte, wir können doch eigentlich gleich den ganzen Kanal benutzen, oder? Hier. Ha ja, komm, fahr bis zur nächsten Flussmündung. Wir fahren einfach mal in den Boden hin. Wir haben ja Zeit. Wir haben es ja nicht eilig. Generell, da hinten ist wieder ein Sandsturm. Müssen wir auch mal erleben irgendwann. Ach, da ist der Typ schon wieder. Der verfolgt uns doch überall, oder? Oder wahrscheinlich sind es... Vielleicht könnten das auch verschiedene Kopfgeldjäger sein, die einfach auf der Map verteilt sind. Und die dann halt aktiviert werden, wenn man dann in die Nähe kommt. Kann natürlich auch sein. Okay, da ist ein größeres Schiff. Ach stimmt, da waren wir doch schon an einem Hafen. Achtung! Aber sagen tun die auch nicht. Ich weiß doch gar nicht, wie tief das Wasser hier ist. Irgendwo müssen wir reinfahren können. Ich glaube, es war nicht im Hafen. Könnte da hinten, glaube ich, sein. Müsst ja irgendwo reingehen. In diesen kleinen Kanal. Und dann kommen wir gleich zum Bruderschaftshaus. Ist es hier? Ah, ich glaube, da müssen wir rein. Muss da vorbei. Ah, cool, wie das Boot wackelt. Das Boot wackelt, der wackelt aber nicht. Richtig geil. Steht drauf wie eine 1. So, mal schauen, ob wir hier erkannt werden. Vielleicht kriegt man dann auch, wenn die Story weitergeht, im Bruderschaftshaus weniger Bekanntheit. Vielleicht sinkt dann unser... Oh, wo ist das Ding hin? Ah, untergegangen. Vielleicht sinkt dann einfach unser Bekanntheitsgrad auch wieder. Okay, hier ist das Wasser rot. Ach so, ah, Farbe oder sonst was, was sie hier machen. Okay, ich habe jetzt schon gedacht, das haben sie irgendwie Leute abgemurkst, aber nee, haben sie nicht. So, wir müssen dann gleich da sein im Bruderschaftshaus. Ja, ich muss da vorbei, ich darf doch bitten. Unverschämtheit. Oh, hier hoffentlich sieht er uns nicht. Stimmt, unter Brücken könnte man sich ja auch verstecken.
So, gleich sind wir da. Kulat und Roshan wollen sicher über diese Entwicklung informiert werden. So, das müsste sein. Okay. Wieder absteigen. Dann können wir immer einfach mit dem Boot herfahren. Ist doch auch cool. Was? Verschaffen wir uns einen Überblick. Endikuro? Ja, da müssen wir halt rein. Stimmt, wir hätten ja wieder gar nicht. Doch, hätten wir. Doch, da ist ja die Tür. Warum sind die hier? Ist so Bruderschaftshaus. Ist es nicht. Müsste doch eigentlich versteckt sein. Da dürfte doch, glaube ich, niemand sein. So, wir sind jetzt aber da. 20 Minuten sind um. Deswegen würde ich mal sagen. Ein geiler Cliffhanger wieder. Dass wir uns in der nächsten Folge sehen von Mirage. Deswegen erstmal Dankeschön fürs Zuschauen. In der nächsten Folge geht es dann wieder weiter mit der Story. Deswegen. Schau. Wer leidet gleich? Schätzchen. Okay, aber erstmal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Bis bald. Mach's gut und tschüss.